Ich glaube, es wird eine sehr, sehr spannende und sehr unterhaltsame Staffel. Hast du schon mitbekommen, wer in den Wildcards sehr, sehr weit oben in den Votings Nein, stattfindet? wer? Ronny Berger. Echt? Ronny Berger, Aber ist könnte. er nicht zu groß für eine Wildcard? Ich dachte, Wildcard Scheint. irgendwie nur bis maximal 10.000 Abos oder so, dachte ich. Ehrlich? Ist es, ich weiß nicht, Ich ob es bin mir da so drin, bin ich auch ein paar nicht. Meter gab. Auf jeden Fall war der in einem Live-Voting zugelassen. Und Okay. Ronny Berger wohl Ja dann. ganz hoch im Kurs. Ja dann. Stell dir Ronny vor, wäre auch krass, aber Alter. ganz ehrlich, Ronny Berger, der Typ, von dem ich kenn ihn ja mittlerweile auch schon ganz gut. Ich weiß nicht, inwiefern du mit Ich Ronny habe ein paar Mal befreundet bist. getroffen, Ja. coole Socke. Der Typ ist vom Mindset völlig verrückt. Weil ich Ja. glaube, wenn der reinkommt, der muss halt, das sind halt Wildcard-Team, das ist ein Team, die zusammengewürfelt werden, die sich nicht kennen. Oh, echt So. jetzt? Ja, So also funktioniert ich das? glaube nicht, dass sie sich einen Partner mitnehmen. Ich glaube, es gibt zwei Wildcarder, die als Team zusammengewürfelt Boah, werden. das ist schlimm, Und ne? ich glaube, das ist das Einzige, was im Zweifel einem Ronny Berger zum Verhängnis werden kann. Sonst der Typ, mindsetmäßig, Rockt er das auch? Ich hundertprozentig weiß würde noch der nicht, wie der. Ich würde durchhalten. Ronny halt keine Säge in die Hand geben oder so. Weißt du, da habe ich halt ein bisschen Panik Habe vor. ich auch ultra Also, ich würde Panik dem vor. kein Messer. Also, bevor ich Ronny ein Messer in die Hand gebe, Alter. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht so eins, was so einfällt, wenn du wen stichst. Weißt du, was ich meine? So ein Prop einfach. Ja, das ist so ein angestumpftes, was du in so einem Army-Shop kriegst. Ja. Nee, aber ich glaube, ein Ronny Berger ist einer, der mindsetmäßig komplett Der wird das abgehen Ding würde. auch rocken, Der ja. würde komplett durchziehen und ich glaube, der würde es auch krass machen. Der würde auch alleine einen Bär legen, das wäre dem scheißegal. Das Ding ist nämlich, Ronny war mal eine Woche bei mir und ich sage euch, der Typ hat eine wilde Tagesroutine. Punkt 6, 7 Uhr morgens, um und bei, sehr, sehr früh auf jeden Fall für Vor allem, der ist Influencer. alt, ne? Oder? 35. Der ist 35. 35 Jahre Das alt. habe ich erst letztens erfahren. What the fuck, wieso ist der 35? Das ist crazy. Ich schwöre, wenn ich 35 bin, du musst erst da will ich, also bin ich gefühlt in Rente mit 35. Weißt du, was ich meine? Robert, glaubst du wirklich erst 35? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie alt er ist. Ich habe das geglaubt. Ich habe mal Hast du es gefragt. ehrlich Ich habe geglaubt? das ehrlich geglaubt. Ich habe das ehrlich geglaubt, dass der Mann 35 ist. Ist er nicht? Meine, wie alt bist du jetzt? Du bist mein Jahrgang. 27. Ja, nee, der ist jünger als wir. Der ist jünger als Also ich wir, glaube, okay. sein Alter ist nie geleakt, Okay. weil Ronny Berger ist so alt, wie er sich fühlt. Ja. Aber Ich habe das geglaubt, dass der also 35 ich ist. weiß, dass er ist jünger als wir. Er ist jünger als wir, okay. Dann ist wieder in Nein, Ordnung. Ronny Berger, Mit der 35 sieht ja hätte auch ich. nicht aus wie 35. Deswegen ja. Deswegen ja. Aber Der Ronny benimmt Berger. sich nicht wie 35, er sieht nicht aus wie 35. Aber Ronny Berger sieht auch irgendwie abgefahren. Auf seine Art und Weise sieht er irgendwie abgefahren aus. Ja. Aber ich finde das geil. Ich finde das geil und ich sehe ihn komplett. Eigentlich sehe ich Ronny Berger in so einem Ninja-Outfit schön in der Eiswüste von Alaska rumlaufen. Das ist ein geiles Bild, was ich mir Das ist ein geiles vorstelle. Bild. Ronny Berger, der ist auch da kurz dazu. Ich glaube, es ist gut, dass auch mehr eher Content Creator und Leute, die keine Ahnung haben, was abgeht, bei solchen Formaten mitmachen. Voll. Macht es, denke ich, entspannter. Weil, also Otto, krass, geisteskrank, aber dem war langweilig. Ja. Und ich glaube, man hat es auch ein bisschen gemerkt, Aber dass ich dem glaube, langweilig ist das in hat auch Panama. die Situation so hergegeben. Die hatten jetzt nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, da Dinge zu machen. Ja. Beziehungsweise kamen dadurch, dass du halt diesen Überfluss an Nahrungszufuhr hattest, wie Ja. jetzt beispielsweise Kokosnüsse, die hatten jetzt nicht die Gedanken, Kokosnüsse sind echt OP, ne? beziehungsweise diese Panik, oh Scheiße, ich muss jetzt irgendwie an Essen kommen. Ja. Sondern die waren einfach, ja, wir haben es jetzt Viertel nach. Ach ja, ich kann mir ja in einer halben Stunde kann ich mir ja irgendwie mal kurz eine Kokosnuss runterhauen und Ja. dann ist der Tag auch schon zu Ende erzählt, weißt du? Das ist auch schon die Messe gelesen, das ist auch scheißegal, was hier noch irgendwie passiert. Ich muss mir jetzt keine große Platte machen, weil da oben hängt sowieso der ganze Scheiß. So, aber in der ersten Staffel beispielsweise in Schweden, da wurde das ja zu einem richtigen Problem, da mussten sie alle Bären fressen. Ja. So. Ich weiß gar Was nicht. auch gar keinen Sinn gemacht hat. Also du Nee. gehst Bären sammeln, hast dann so eine Handvoll Bären, die gibt dir 50 Kalorien und du verballerst 200 Kalorien beim Bären sammeln. Das heißt, du stehst auf, sammelst Bären für minus 150 Kalorien. Ja. Also kommt, aber ist halt für ein Moral, I guess, oder Weißt irgendwie du so, schon, aber. was du mitnehmen willst? Ich Gibt habe ein. es Gegenstände, wo du sagst, oh, das. Also sag mal, pass auf, wir liegen jetzt ein Gegenstand, wo du sagst, der muss unbedingt mit. Der muss unbedingt mit. So ein kleines Tarp. Ein Habe kleines ich schon Tab. rausgesucht. Die sind so groß. Ja. So, so, so. Und lässt sich gut entfalten. Sie lässt sich gut entfalten. Was?
Das ist ein Reflex. Auf jeden Fall. Okay. Lässt ein kleines Tab, lässt sich gut entfalten, einfach nur um trocken zu sein. Weil ich habe, wenn wir da Tag 1 ankommen und abends fängt an zu regnen oder irgendwie so und wir sind nass, unsere Klamotten sind nass und wir liegen auf dem kalten Boden in einem nassen Schlafsack, wir kriegen ja alle einen Schlafsack, kriegen wir gestellt. Der ist gesetzt. Ein Schlafsack. Aber ich glaub, braucht auch bei den Temperaturen. Brauchen wir auch, ja. Auch nicht nur generell bei den Temperaturen, das wäre so, also es wäre halt wichtig, einen Schlafsack dabei zu haben. Ich glaube, es ist so eine Basis, um irgendwie die Versehrtheit zu gewähren. Ja, ja. Nee. Finde ich cool. Vielleicht hätte man sich auch irgendwie, ich weiß ja nicht, was du dich dann, sonst schläfst du halt nur in deinen Klamotten. Ist auch in Ordnung, wie kalt es ist, aber Schlafsack ist schon dickes Upgrade, finde ich. Ist geil. Den kriegen wir safe. Und wenn der dann nass ist oder du bist nass und dann musst du den trocknen am nächsten Tag, ist alles scheiße. Einfach nur trocken. Trocken ist mit das Wichtigste. Das ist am die ersten Basis. Erster Tag, Tarp aufspannen, zack. Hier so zwischen, ich hab übel Bock. Ey, wenn ich drüber nachdenke, wie ich hier sitze und so ein Tarp aufspannen, übertrieben Bock. Ich sagte, du bist mein Favorit, Wieland. Du bist mein Favorit. Du bist mein verdammter Favorit. Ey, ich hätte eigentlich auch Bock auf Seven vs. Wild, aber ich glaube, es ist nicht gut, einen jungen Mann mit Herzfehler dorthin zu schicken. Deswegen, ich freue mich darauf und ich bin sehr gespannt, was ihr da schaffen werdet. Ich glaube, wird dann wahrscheinlich wieder so um die Weihnachtszeit rauskommen, der ganze Kram, ne? So Dezember. Wie ist die letzte Staffel? Ja, es sind jetzt halt 14 Folgen. Ich hoffe, was mich bei der letzten Staffel ein bisschen genervt hat, ist, dass sie so lang waren, die Folgen. Ich fand es teilweise ein bisschen langwierig anzuschauen. Ja, aber ich glaube, es lag auch am Content selber, weil einfach nicht viel zu machen war. Ja. Ich glaube, es wird wieder, ohne irgendwie das despektierlich der alten Staffel gegenüber zu meinen, es gab ja auch richtig geile Momente, wir erinnern uns. Ja, 100%. Jens und die Zigarette. Ganz groß. Noch geiler, wo er an der Palme direkt dran stand und den Zunder in der Palme angemacht hat und irgendwie fast einen halben Waldbrand verursacht mit der Aktion. Aber wenn Jens sich eine Zigarette angemacht hat, dann wurde auch jeder Nichtraucher kurz zum Raucher. Da hat das jeder mal gefühlt. Deswegen schaust du der Stelle. Ich finde es auch geil, dass der wieder dazugeholt wird und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als wenn der sich wieder eine schöne Marlboro Gold einsteckt. Das muss passieren. Mit Jens. Nee, sehr, sehr geil. Wer ist denn jetzt alles noch mit dabei? Also wir haben Fritz und Martin, ihr zwei, Sascha Kevin Knossi, ja. Die Kevin Rezmann, also Edeltalk. Dann haben wir vier jetzt, nee, eins, die Naturensöhne. Zwei, drei, vier, fünf Naturensöhne. Wildcard-Team, Frauenteam kommt noch, glaube ich. Ein Frauenteam kommt noch? Keine Ahnung. Müsste also wirklich keine Ahnung. Ich dachte, das ist so der Plan. Ich weiß gar nicht, wer war noch irgendjemand? Nee, gerade sind fünf gesetzt. Guck mal, da kommt doch was Geiles bei rum. Wir sind gespannt. So, pass auf. Nächstes Thema. Wird dein Fuß überhaupt fit bis zu Seven vs. Wild? Hundertprozentig. Ja? Hundertprozentig. Was war es jetzt angeknackt, meintest du, ne? Ja, hier rechts also ist irgendwie so ein Knochen und der ist irgendwie so, normalerweise ist der so und jetzt war der mehr so auf einmal. Aber du hattest doch schon mal einen Fuß, der irgendwie angewichst war. Ja, was ist der gleiche? Bei Boxen passiert. Ich weiß nicht, ob es. Nee, war der linke. Bin ich umgeknickt. Hier, ein paar Bänder durch. Oh, Alter. Ist halt scheiße. Ne? Aber was nach dem Box-Event? Nee, Quatsch, nee, das war davor, ne? Das war davor, aber noch weit davor zum Glück. Ja, ja. Und dann ist es geheilt, habe ich weitergemacht. Da hat's doch gereicht. Wir können kurz darüber quatschen, wenn du Lust hast, weil ich das auch ganz interessant finde. Du warst ja beim großen Boxen dabei. Ja. Das war April letzten Jahres. Also ist eigentlich jetzt schon über ein Jahr her. Ist über ein Jahr her, ja. Bist du auch drin im Boxing? Ich habe letztes Mal wieder. Ja. Ein bisschen so einfach so gegen Samstag, einfach so aus Spaß, einfach so ein bisschen. Ist irgendwie geil, um so ein bisschen Wut rauszulassen. Ja, verstehe. So hat wieder jemand einen scheiß Twitter-Kommentar gemacht, aber zack, zack, bisschen auf den Boxsack, Alter. Dann macht man nicht den Chef Strobel und argumentiert mit den Leuten. Ja, aber ich habe auch manchmal habe ich richtig Bock, da juckt es mich in den Fingern, so anfangen zu tippen. Ne? Ich mache einen Tweet und dann kommt irgend so ein NFT-Atze der nur Gewinnspiele retweetet und so Krypto in dem Namen hat und irgendwie so eine Scheiße. Und der schreibt dann so, haha, lol, mach doch so und so, du Loser. Dann, aber ist ich bei will dir tippen! Aber ich mach's dann nicht, ich mach es nicht. Aber irgendwann reicht's, weißt du, ja, was ich ja, meine? Ja. Du hast auch manchmal erwischen dich die Leute im falschen Moment, da willst du auch mal so ein Schäppis Hurensohn rausgucken. Ja, richtig. Ja, da bist du einfach so, du normalerweise
Da will ich zurück in die COD-Lobbys mit ihm und ihn einfach mal schön ihn und seine Mutter durchbeleidigen, Alter. Mit ihren zwei übrig gebliebenen Zähnen. Ja. Guck mal, Wieland, wir sind ja beide sehr friedfertige Typen, die niemals Stress anfangen würden. Nein. Aber es gibt manchmal so Momente, ich glaube, da kriegt man uns auch so ein bisschen irgendwann ist, irgendwann ist bei jedem so erreicht. Wenn du mich einfach falsch erwischt, dann bin ich auch einfach mal toxic auf Twitter. Ja. Aber das gibt die Plattform auch einfach her und die Plattform, die zwingt auch einen gefühlt manchmal dahin. Die Leute zwingen einen dahin. Das ist nicht die Plattform, es sind die Leute, die halt einfach irgendwie mit zwei Gehirnzellen durch das Leben marschieren. Zwei Gehirnzellen, einer im Rollstuhl, der andere schiebt an. Es ist eine Katastrophe. Also Twitter macht mich gerade in jüngster Zeit, und ich merke es vermehrt, macht mich mürbe, weil die Leute immer dümmer werden. Gerade so ganz groß im Kurs, die Fußballbubble macht mich schon kaputt. Die Fußballbubble ist insane verkeilt halt. Ne? Ultra. Die ist insane verkeilt. Ich liebe Fußball. Ja. Ich schaue es gerne, ich spiele es gerne beim SSV Harztag. Ist ein geiler Sport, aber die Meinungen von manchen Leuten, die gehen so weit auseinander und da redet generell Meinungsaustausch. Ist gefühlt unmöglich, weil die Fronten sind egal, komplett. Wie du mit Leuten redest, die Fronten sind verhärtet. Da wird du kommst nicht durch, aber auch bei mir nicht. Ich habe meine Meinung und die ist richtig, so weißt du, was ich meine? Ist ja an sich auch in Ordnung, aber dieses, was mich krass stört, ist immer dieses Überemotionale und jeder nimmt direkt alles persönlich auf Twitter, ja, ja. Weil du einmal mal sagst, nee, das ist mal nicht so oder ich sehe das so und so, gibst direkt einen auf die Eier. So, und die Leute sind auch einfach nicht bereit, und das ist was mich heutzutage sehr stört, die Leute sind nicht bereit, irgendwie mal eine andere Meinung wenigstens mal zu akzeptieren. Ja, ja. So einfach mal so, ach, ich höre mir das an, ich sage in mich rein, die Meinung ist scheiße, aber das ist auch irgendwie so eine demokratische Basis zu sagen, hey, Demokratie bedeutet auch, dass Leute eine Stimme finden oder beziehungsweise ein Gehör kriegen, die auch mal scheiße sind oder die man auch mal scheiße findet. Das ist ja der Grundsinn der Demokratie ist ja eigentlich nur der gelebte Kompromiss als Staatsform. So, und das spiegelt sich auf Twitter wieder, nur dass es da einfach nicht so gesittet zugeht, yeah, wie jetzt beispielsweise in einem Bundestag. So, da ist Wilder Westen. So, da ist einmal komplett drunter und drüber und jeder wird mal, gelinde gesagt, in den Arsch. Da ist jeder auch sauer einfach. Jeder ist sauer. Deswegen, also ganz wichtig, ich habe angefangen, einfach Leute zu blockieren. Ich habe massenhaft Leute, ich weiß nicht, wer sie sind, die wissen wahrscheinlich nicht, wer ich bin, aber Twitter hat ja so einen komischen Algorithmus und manchmal spült er dir Sachen in die Timeline. Und wenn du anfängst, einfach, du siehst, ey, das ist ein Scheiß-Take, so ein will ich, so der, so das Ding ist, so wie du dich fühlst, so geht's dir ja. Also es hat jetzt egal, ob du jetzt auf einer Yacht chillst, aber wenn du jetzt auf einer Yacht chillst und du denkst, alles ist geil und du fühlst dich so wohl und dann liest du einen scheiß Tweet und dann fühlst du dich schlecht, dann geht's dir schlecht, auch obwohl du auf einer Yacht chillst. Checkst du, was ja, ich meine? Ja, so, es kann dir so gut wie sein, wie dir geht, sobald irgendwas in deinen Kopf reinkommt, dann geht's dir schlecht. So eine Information kann dir richtig einen Tag versauen. Kann dir richtig einen Tag versauen, egal in was für einer Situation du dich jetzt befindest. Ja. Finanziell oder lebenstechnisch. So, wenn ich irgendwas hittet und das geh in deinen Kopf rein, ist dein Tag vorbei einfach. So, und deswegen, ich sehe es, ich block's. Fertig. Instant. Und es war ja früher so ein Sift-Twitter-Gesetz. Es gab ja die großen Sift-Twitter-Gesetze. Wer blockt, verliert. Ich sage euch eins, das ist alles veraltet. Wer blockt, gewinnt. Der gewinnt. Wer der blockt, gewinnt, Alter. Viel Zeit und Nerven. So, der gewinnt Lebensenergie. Ja? Für manche Leute ist es vielleicht auch einfach Unterhaltung, da sich den ganzen Tag auf Twitter zu beefen. Vielleicht freuen die sich, ja, wenn sie Leute abfacken oder so. Aber ist nicht meins, leider. Guck mal, wenn ich dran zurückdenke, wo das gerade losging mit dieser ganzen Casino-Debatte und damals auch der Gerichtsfall über einen damals befreundeten Twitch-Streamer, wo das die Runde gemacht hat und gerade die sich dann da reingesetzt haben, um irgendwie eine Meinung zu äußern oder der Meinung waren, sich da irgendwie positionieren zu können und uns ans Bein zu pissen. Bruder, ich sag euch ehrlich, ich kann es nicht ab und da habe ich dann noch blockiert. Jeder hat nochmal links, rechts eins auf die Fresse gekriegt, verbal, und dann war auch gut. Und dann laufen sie wie King of Currywurst über die Gamescom rüber, absolut peinliche Gestalten, cringe as fuck, Alter. Aber im Endeffekt tun die mir auch einfach nur leid, weißt du, dass sie solche Existenzen sind. Thema Casino-Deal. Was wäre eine Würde Summe? Würde ich annehmen, ja.
Was für eine Summe, wo du sagst... 50 Euro. Wie viel? 50 Euro. Einen falschen Fuffi. Gibt es eine Summe? Finde ich nämlich eine spannende Frage. Weil ich glaube, ich bin der Überzeugung, ich weiß nicht, ob du es teilst, jeder ist ab einem gewissen Punkt käuflich. Gibt es eine Summe, wo du sagst, da würde ich zumindest drüber nachdenken? Im Moment nicht. Mhm. Also einfach, weil es mir finanziell gut genug geht, dass ich den Scheiß nicht brauche. Nehmen wir nicht. Ja, nee, eigentlich. Es gibt Dinge, die wichtiger sind. Gibt, ja. Ja. Also es gibt keinen Grund für jemanden, der genug Geld hat, irgendwie sich für noch mehr Geld zu komplett zu prostituieren. Ich sehe den Grund nicht. Ich denke auch. Ich glaube. Und Geld ist auch wirklich nicht. Geld ist wichtig. Aber nicht alles. Nicht, ist halt nicht alles. So, solange es dir gut geht und deine Rechnung bezahlen hast und ein bisschen was über hast, um ein gutes Leben zu führen, dann bist du happy, sei happy. Genau. Ich denke. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen konträr zu dem Take, den ich gerade gehört habe, dass jeder gewisserweise käuflich ist, aber es kommt auch immer auf die Sache an. Weil ich glaube, die eigenen Werte oder die eigene Moral über Bord zu werfen für einen monetären, also beziehungsweise für einen finanziellen Lebensstil, der so dermaßen drüber ist, dass es eigentlich schon Überfluss oder zu viel ist, ich glaube, das ist es eigentlich nicht wert. Ich meine, wenn wir jetzt die Casino-Streamer nehmen, die haben ja eigentlich ihr komplettes Standing verkauft. Ja. Die waren ja sowieso, ich glaube, so ehrlich kann man sein, so wahnsinnig beliebt waren sie schon von vornherein nicht in der Szene. Nur jetzt haben sie es halt offen gezeigt. So. Und da haben wir halt den Punkt. Nee, aber ist gut. Wo sind wir denn zeitmäßig gerade? Ich weiß nicht. Bei 50 Minuten. 50 Minuten. Bei 50 Minuten. Weißt du, wie lange geht so eine Henkes Corner vorgenommen? Henkes Corner geht etwa eine Stunde und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum finalen Segment. Roman, freust du dich drauf? Finalen Segment? Was ist das finale Segment? Das finale Segment.